Hallo, willkommen bei Gesichter des Sports. Heute sind wir zu Gast im B2, dem Bewegungsstudio des BTB Oldenburg. Und mir gegenüber sitzt Katrin Walter, die Nachwuchssportlerin Oldenburg 2015. Hallo Katrin. Herzlichen Glückwunsch. Nachwuchssportlerin des Jahres. Es ist ja bei euch irgendwie so ein bisschen Familientradition, ne? Ja, kann man ein bisschen so sagen. Also mein Cousin wurde vor einigen Jahren auch schon Nachwuchssportler und jetzt vor ein paar Jahren ja auch mein Bruder. Und jetzt habe ich es auch geschafft. Wirst du da auch häufiger darauf angesprochen, in der Schule oder im Freundeskreis? Oder ist das einfach so? Also es ist ja jetzt noch ganz frisch so und dadurch eigentlich schon noch, weil auch gerade meine Lehrer, die auch häufiger Zeitung lesen, haben das dann schon in der NWZ gesehen und dann wurde ich auch öfter mal darauf angesprochen, ja. Du hast schon gesagt, dein Bruder, dein Cousin waren auch schon Nachwuchssportler. Sehr sportaffine Familie. Wie ist das bei euch zu Hause, wenn ihr am Essentisch sitzt? Wird da auch über anderes geredet oder vor allen Dingen Sport? Also doch, wir reden schon über anderes auch noch. Also klar ist auch Sport ein Thema, aber ich würde sagen, so im normalen Alltagsleben unterscheidet sich das jetzt gar nicht so groß von einer normalen Familie. Also ich habe ja jetzt nicht den direkten Vergleich, aber könnte ich mir so vorstellen. Und Trainerin ist deine Mutter. Wie ist das da so mit Mutter? Eher so etwas strenger bei dir oder auch schon mal, ach, das arme Kind, lass oder heute mal ein bisschen in Ruhe? Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich habe halt seit klein auf trainiere ich bei ihr. Und ich weiß ja nicht so genau, wie andere Trainer mit ihren Athleten umgehen, aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Ist schon, dass ich manchmal ein bisschen drangenommen werde, aber auch nicht zu schlimm. Also wenn ich irgendwas habe, dass ich dann auch schon mal Pause machen kann. Hast du direkt mit der Leichtathletik angefangen oder hast du vorher noch was anderes gemacht? Ich bin mit 5 angefangen, also viel kann man vorher ja nicht gemacht haben. Ich habe Kinderturnen vorher auch im BTB gemacht, aber das ist ja noch ein bisschen was anderes. Und zwischendurch habe ich parallel Fußball gespielt, aber und ich turne jetzt auch, aber ich habe die ganze Zeit Leichtathletik gemacht durch. Ja, Turnen ist ja durchaus was man auch zum Training für die Leichtathletik braucht. Vor allen Dingen für dich als Mehrkämpferin. Hochsprung und sowas ist ja nicht verkehrt, wenn man ein bisschen beweglich ist. Und Fußball hast du jetzt ganz aufgehört. Ja, Fußball spiele ich nicht mehr. Mehrkampf, man fängt ja in der Leichtathletik an mit Mehrkampf, eigentlich die Leichtathletik Grundausbildung. Du bist jetzt aber dabei geblieben. Warum? Was ist faszinierender am Mehrkampf? Also für mich hat sich ja die Entscheidung gestellt zwischen Hochsprung und Mehrkampf. Und das Hauptkriterium, warum ich mich eigentlich für den Mehrkampf entschieden habe, ist eigentlich, dass ich keine Lust habe, die ganze Zeit das Gleiche zu trainieren, dass ich ein bisschen Abwechslung darin haben möchte. Und ich finde auch, so ein Siebenkampf im Wettkampf gestaltet sich auch spannender, dass man im Prinzip nicht von vornherein sieht, wer jetzt gewinnt oder so, sondern dass es da auch wirklich große Wendungen drin geben kann. Und das finde ich eigentlich gerade das Spannende am Mehrkampf. Wie häufig trainierst du die Woche? Das ist ein bisschen unterschiedlich, gerade von der Jahreszeit, aber es ist schon inzwischen bei 5 bis 7 Mal pro Woche. Und dann jeden Tag eine andere Disziplin oder wie sieht dein Training aus? Es wird nicht jeden Tag Disziplin trainiert, sondern auch zum Beispiel wie heute sind wir ja im Fitnessstudio und da bin ich dann, also hier trainiere ich ja auch zum Beispiel Kraft oder allgemeine Athletik wird auch im Training eingebaut. Also ich habe zweimal die Woche trainieren wir im Stadion und da werden dann immer unterschiedliche Disziplinen trainiert. Was Hochsprung, ist das dann deine Lieblingsdisziplin oder sagst du da doch noch eine andere, die ich... Ich würde nicht sagen, dass Hochsprung meine Lieblingsdisziplin ist. Ich kann gar nicht sagen, was meine Lieblingsdisziplin ist. Ich würde sagen, so die Mischung macht's. Aber meine Stärken liegen halt im Sprung und das ist halt schon manchmal, dass man sich dann denkt, dass man schon ein bisschen mehr Lust auf Sprung hat. Aber eigentlich würde ich sagen, die Mischung macht's. Du hättest ja die Möglichkeit gehabt, auch nach Hannover zu gehen, wo die Trainingsbedingungen mit Sicherheit gerade im Winter etwas besser sind. Du hast dich aber gegen entschieden. Woran lag's? Vor allem eigentlich an Familie und Freunden, weil ich habe ja jetzt einen Freundeskreis, wo ich mich auch super wohl fühle. Und dann
auf einmal 2 Stunden zu fahren zu müssen, um die überhaupt noch zu sehen und dann nur am Wochenende, das gefällt mir eigentlich nicht so. Und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden. Und wir machen das jetzt so, dass wir halt schon noch eng mit Hannover zusammenarbeiten, aber ich in Oldenburg trainiere. Also Familie, Frau Jönnesreise, ist sehr wichtig. Würde deine Leistung wahrscheinlich auch eher schmälern, wenn du jetzt nach Hannover gehen würdest und nicht mehr im gewohnten Freundes- und Familienkreis wäre? Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, also ich kann mich da auch gut eingewöhnen. Also ich bin ein Mensch, der sich schnell eingewöhnen kann, aber es wird dir was fehlen. Es wird mir auf jeden Fall was fehlen. Wenn du sagst, du trainierst so häufig, gibt es noch andere Hobbys, was du nebenbei machst? Ja, wie gesagt, halt Touren, aber ansonsten nimmt halt Schule auch viel Zeit in Anspruch, dass eigentlich keine Zeit mehr für noch irgendwie ein Musikinstrument oder so bleibt. Aber Touren, das ist dann auch mehr so einfach so als Training, wie du Krafttraining machst oder so, aber jetzt nicht so, dass du da sagst, da mache ich auch noch Wettkämpfe oder so? Nee, da habe ich auch gar nicht so die körperlichen Voraussetzungen zu, weil Turner sind ja meistens eher ein bisschen kleiner. Und mit 1,85 ist das dann ein bisschen schwer. Und dazu habe ich auch zu spät angefangen. Wie sieht deine sportliche Zukunft für dich aus? Wo möchtest du noch hin? Also natürlich ist ein ganz großes Ziel, irgendwie auch international starten zu können. Aber ich weiß, ich kann das so nicht genau sagen. Also, ich würde auf jeden Fall gerne mal für Deutschland starten. Aber es ist, also ich konzentriere mich nicht allein auf den Sport, sondern auch Schule und so Studium muss ich mir jetzt auch mal überlegen, was ich so machen möchte. Das ist, spielt für mich auch eine Rolle. Da hast du noch keine genauen Pläne, wie es weitergehen soll nach der Schule mit Studium und so? Also ich würde auf jeden Fall gerne studieren und wir haben jetzt auch ein Schulpraktikum gemacht und das habe ich in der Apotheke gemacht und das hat mir auch gut gefallen, deshalb kann ich mir vorstellen, Pharmazie zu studieren. Aber so, würde jetzt nicht sagen, dass es schon ganz sicher ist. Auch gerne im Ausland, weil dein Bruder ist ja in Schottland, glaube ich, ne? Ja. Und deine Schwester, glaube ich, auch in Schottland, oder? Ja, in den Niederlanden. Niederlande. Wäre das auch was für dich, oder? Ich glaube, für mich ist das nicht so was. Also, ich mag jetzt nicht so gerne Sprachen in der Schule. Und also an sich finde ich es cool, wenn man eine Sprache gut sprechen kann. Aber ich glaube, für mich ist das auch eine zu große Herausforderung, weil wenn ich mich auch noch auf den Sport konzentrieren möchte und dann in einem neuen Land und dann muss ich gucken, dass ich das auch noch übereinander bringen kann, auf einer anderen Sprache in den Sport zu gehen und auf einer anderen Sprache zu studieren. Und ich glaube, das ist nicht so das Richtige für mich. Wobei man lernt, ich war selber 5 Jahre im Ausland, bin auch kein Sprachengenie. Wenn man das wirklich täglich machen muss, man arbeitet sich da rein. Ja. Das ist also schon. Das ist ja, das habe ich auch bei meinem Bruder mitbekommen. Also der ist auch recht schnell da reingekommen. Gehen wir wieder zurück zum Sport. Was hast du dieses Jahr noch vor? Ich habe mir sowas gar nicht genau überlegt, weil ich bin jetzt das erste Jahr in der U18-Klasse und das ist dann das erste Jahr, wo 2 Jahrgänge zusammengewertet werden und ich bin jetzt der jüngere Jahrgang, insofern wird es für mich halt deutlich schwerer als die letzten Jahre irgendwie in der Spitze Deutschlands zu sein und deshalb habe ich mir eigentlich hauptsächlich als Ziel gesetzt, die Norm für die deutschen Meisterschaften zu schaffen. Ja, und dann einfach auf versuchen, eine gute Leistung dort abzubringen. Wie würdest du denn jetzt Kindern versuchen nahezubringen, dass sie Leichtathletik machen sollen? Ich finde, es macht einfach Spaß, weil es abwechslungsreich ist und gerade im Kindesalter macht man auch viel, was gar nicht so auf Leistung geht, sondern man spielt Spiele und macht auch was, keine Ahnung, springt über Bananenkartons so als Vorbereitung auf die Hürden, aber es ist noch nicht so, dass man irgendwie wie in anderen Sportarten teilweise schon direkt auf Leistung trainiert wird, sondern man ist halt gefordert, aber man verliert dabei auch nicht den Spaß und das finde ich eigentlich echt cool. Bist du selbst schon als Trainer auch aktiv oder? Nicht. Also Freunde von mir machen das, aber ich selbst
Es ist bisher einfach noch nicht zu der Gelegenheit gekommen und es wird auch schwierig mit der Zeit halt dann. Ja, weil wenn man siebenmal trainiert, die Schule noch, dass dann noch Kinder trainieren, das ist der Mehrkampf. Ne? Bei einem anderen könntest du vielleicht ein bisschen weniger trainieren. Du hast ja gesagt, dass du international auch starten möchtest. Gleichzeitig kommt ja die Frage, Olympia. Ruth hat ja von den jungen Jahren gesagt, ich will Olympia starten. Ist das bei dir auch? Klar, das ist, also ich denke, ich würde sagen, jeder Sportler träumt davon, irgendwann bei Olympia starten zu können. Und also mich würde, also bei mir ist es auf jeden Fall auch ein großer Traum, da mal starten zu können. Und das ist dann halt bis dahin auch viel Arbeit. Also. Hattest du schon mal eine Berufung beim Nationalkader, zum Trainingslager oder so? Nee, also Nationalkader nicht, nur niedersächsischer Leichtathletikkader. Leichtathletikkader. Mit dem war ich jetzt auch in den Osterferien auf Teneriffa im Trainingslager. Da war gut auch. Weil die war vor, glaube ich, vor Ostern war sie da. Ja, kann sein. Also, während ich da war, war sie nicht da. Da wart ihr eine Woche auf Teneriffa? Ich glaube, das waren 13 Tage oder so. So um den Dreh. Und dann jeden Tag zwei Trainingseinheiten? Nee, so viel haben wir gar nicht trainiert. Wir haben das eigentlich immer abwechselnd gehabt. Einen Tag eine Einheit, dann zwei einen Tag zwei Einheiten, sodass man den Nachmittag dann auch zur Erholung nutzen konnte. Und zwei Sonntage, die wir da waren, hatten wir komplett frei. Und so ein bisschen Stranderholung da. Also. Zwischendurch mal schon, aber das stand auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Nein. Also das war auch, also wir waren nicht sehr häufig am Strand. Es war halt auch eine typische Touristenzeit, sodass dieser Strand dann auch total voll war und das überhaupt kein Spaß mehr war. Und das war jetzt auch deine Sportschule oder was war das? Wir waren in einem Hotel, im ganz normalen Hotel. Ganz Hotel, wo musst du dann aber da zum Sportgelände fahren oder? Das war nur 100 Meter oder 200 Meter, also es war nicht weit weg. Also man konnte einfach gehen. Also mit allen möglichen Kraftraum und alles in der Nähe, sodass wir alle Möglichkeiten hatten zu trainieren. Ja. Was ist denn aber dein nächster Wettkampf jetzt? Ja, am Wochenende fahre ich zu einem Werfertag nach Huchting. Aber also das ist erstmal nur so ein bisschen Saison-Einstieg, also noch nichts Großes. Und die deutschen Meistertitel wann und wo? Im August, glaube ich. Irgendwann im August. In Heidelberg, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heidenheim. Okay, Heidenheim. Ja. In Heidenheim. Mhm. Blöd. Ja, hört sich ja eh nicht an. Ne? In Süddeutschland. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Nächstes Jahr wieder Nachwuchssportlerin. Ja, du hast noch einen nachzuholen. Ne? Dein Cousin und dein Bruder haben jeweils zweimal geholt. Ja. Damit du in der Familienrangliste da dran bleibst. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja. Gerne. Das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war Oldenburgs Nachwuchssportlerin 2015, Katrin Walter. Jetzt sind wir einen Raum weitergegangen in den Kursraum des BTB und mir gegenüber sitzt Eckhard Schmidt, der Kreisvorsitzende des NLV-Kreises Stadt Oldenburg. Hallo Eckhard. Hallo Bernd. Wir haben jetzt ja die Wahlen gehabt zum Sportler des Jahres. Nachwuchssportlerin des Jahres ging an den Leichtathleten, Sportlerin des Jahres, Leichtathletin. Hört sich erstmal ganz gut an. Und die Mannschaft, bei der Mannschaft hatten wir ja auch eine Mannschaft nominiert, ja. Die fünfte geworden sind, die VfL-Damen.
Wie sieht die Situation aus in der Leichtathletik in Oldenburg? Ja, man wünscht sich natürlich immer mehr, als man hat. Aber wir können auch nicht unzufrieden sein. Wir können immerhin damit wuchern, dass wir 14 Leichtathletikabteilungen in den Oldenburger Sportvereinen haben, wobei 10 Abteilungen ausschließlich Lauf oder 9 betreiben ausschließlich Straßenlauf und 5 Abteilungen bieten quasi alles an. Also vom Straßenlauf, aber eben auch Leichtathletik auf der Bahn oder im Stadion, was ja sozusagen den Hauptteil auch ausmacht. Insofern haben wir eine gute Basis und es ist so, dass mal mehr Erfolg da ist oder weniger, aber ich finde das Ergebnis der Sportlerwahl jetzt durchaus für uns sehr lobend und erfolgreich. Und auch in den letzten Jahren hatten wir ja immer, besonders im weiblichen Bereich, Jugendliche, die bei deutschen Meisterschaften teilgenommen haben und auch sich auf vorderen Plätzen gekämpft haben und dann auch bei diesen Wahlen immer eine gute Rolle gespielt haben. Erfolg lässt sich ja auch unterschiedlich definieren. Man könnte sagen, wie viele Titel habe ich gewonnen, aber auch wie viel Nachwuchs kann ich generieren, was ja in vielen Sportarten Thema ist. Auf jeden Fall. Ja, es ist zurzeit so, dass einige Vereine durchaus spüren, dass sie im Nachwuchsbereich mehr machen können. Aber die Signale sind da, dass das auch passiert, so dass ich schon denke, dass wir relativ positiv in die Zukunft gucken können. Es tummeln sich in Oldenburg durchaus viele Übungsleiter, die qualifiziert sind und es muss halt zusammenpassen. Du musst die Talente haben, du musst gleichzeitig auch die Sportstätten haben und du musst die Trainer haben, das muss alles zusammenpassen. Und ich habe es schon öfter gesagt, der BTB ist da sehr erfolgreich zurzeit und die anderen sollten tunlichst den nacheifern. Und ich bin da ganz optimistisch. Aber es ist auch eine Wellenbewegung. Es gibt Vereine, die haben mal in 5 Jahren ganz viele Talente und danach kommt nichts und ein paar Jahre später ist dann wieder was da. Also das ist keine neue Situation. Die Leichtathletik kann man ja durchaus zweigeteilt sehen. Einmal die Laufszene und einmal die traditionelle Stadion-Leichtathletik. Ja. Wobei, glaube ich, die Laufszene doch weitaus mehr Zulauf hat im Moment als die Stadion-Leichtathletik. Wo muss die Stadion-Leichtathletik dann noch nachbessern, um auch attraktiver wieder zu werden? Ja, da gibt es viel. Wie gesagt, es geht im Schüler- und Jugendbereich los, da müssen die Vereine attraktive Angebote machen. Da ist es zum Beispiel so, dass es eher weniger Laufgruppen gibt. Zurzeit kenne ich eine Laufgruppe, die das intensiv betreibt, die ist gerade beim DSC und die entwickelt sich seit 2-3 Jahren. Da gibt es selbstverständlich Nachholbedarf, denn die Laufszene an sich ist ja sehr erfolgreich und sehr umfangreich auch. Wenn es die 14 Abteilungen, die haben alle irgendwie Läufer und 9 Abteilungen haben nur Läufer. Und die Vereine machen auch sehr attraktive Veranstaltungen in Oldenburg, sodass die Szene optimal läuft und auch so eine Art Selbstläufer ist. Das sind jetzt Wortspiele, wir reden übers Laufen. Und da muss man sich gar keine Sorgen machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch in dem Bereich natürlich mehr für Jugend und Schüler getan wird, also dass es mehr Jugend- und Schülerlaufgruppen in Zukunft geben wird. Und, aber selbstverständlich, ich selber komme auch aus der Leichtathletik im Stadion, würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert. Da gibt es zurzeit viele Überlegungen, wie man zum Beispiel Leichtathletik, Meisterschaften interessanter macht, mit Untermalung, mit Musikuntermalung und mit attraktiven Wettkampfformen. Und zum Beispiel gibt es auch eine Kinderleichtathletik, die entwickelt wurde, wo Kinder zur Leichtathletik hingeführt werden sollen, auf spielerischer Basis. Das sind viele Initiativen, die vom DLV auch ausgehen, von denen ich mir einiges verspreche, sodass ich schon denke, dass die Zukunft gut sein könnte. Zumal ja, wenn die Fußballer das Marschwegstadion irgendwann verlassen, was sie ja wollen, dass wir dann auch dort wieder noch bessere Möglichkeiten haben, uns zu entfalten.
du sprichst die neuen Konzepte an, wie sie bei deutschen Meisterschaften teilweise schon springen auf dem Marktplatz, Kugelstoßen oder dieses Stabhochspringen vom Brandenburger Tor. Und Martin Hillebrecht, der Stabhochspringtrainer des DSC, hat ja auch angeregt, man könnte hier in einem Einkaufszentrum zum Beispiel springen. Wäre das eine Überlegung für Oldenburg? Unbedingt. Es ist so vielfältig und das muss man positiv nutzen. Man kann, sollte nicht nur sagen, ach wie schön ist es, dass es solche Formate gibt. Nein, man muss sie auch umsetzen. Mhm. Und mit Martin bin ich im Kontakt. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass in so einer Stadt wie Oldenburg ein sehr kompetenter früher Stabhochspringer ist, der auch schon mit Friederlinde Petershofen in den letzten Jahren ein Talent an die deutsche Spitze mitgebracht hat. Und wenn der bereit ist, sich da zu engagieren, dann ist das nur zu begrüßen. Und alles, was wir tun, ist ja wieder Werbung für unsere Sportart. Und das sollten wir tunlichst machen. Und ich bin insofern auch sehr optimistisch, weil verschiedene Initiativen von Vereinen ausgehen und auch vom Verband. Und das kann sich auch mischen. Wir haben zum Beispiel ja auch einen Leistungsstützpunkt seit einigen Jahren. Das ist eine Anerkennung vom NLV in Hannover, dass wir da einige Fördermittel kriegen, um Lehrgänge für Jugendliche und Schüler zu machen. Und auch da arbeiten die Vereine ja zusammen, so dass an vielen Ecken und Enden was getan wird. Wir haben also insgesamt doch viele ehrenamtliche Helfer, nicht nur die Trainer, sondern auch drumherum noch viele Leute, die sich engagieren. Und insofern denke ich, wenn zum Beispiel so ein Event auf dem Marktplatz oder in einem Einkaufszentrum stattfinden würde, wäre das nur gut. Das heißt, du siehst also optimistisch in die Zukunft, dass wir demnächst auch wieder eine zweite Ruth Spielmeier in Oldenburg haben werden, in der Leichtathletik-Szene? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es hängt davon ab, dass es Talente gibt und dass die gesehen werden und dass es kompetente Trainer gibt, die sich deren annehmen. Und das kann jederzeit passieren. Also wir sind gut aufgestellt und nur Talente kann man sich nicht selbst machen. Also die müssen schon gefunden werden. Da muss schon was, eine gewisse Veranlagung muss da sein. So von 0 auf 100, das funktioniert in der Regel nicht. Ruth Spielmeier war auch als Kind schon, da war schon deutlich zu sehen, dass sie Talent mitbringt. Was halt erkannt werden muss. Ja, es muss erkannt werden, genau. Und dann müssen diese jungen Talente in die richtigen Hände. Aber gerade da bin ich optimistisch, weil es gibt mehr als 2, 3 Übungsleiter, die das könnten in Oldenburg, auch in verschiedenen Vereinen. Okay. Eckart, ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Und wünsche dir weiterhin auch viel Erfolg als Vorsitzender, dass du deine Pläne umsetzen kannst. Ich möchte noch eins anfügen. Ja. Wir veranstalten in diesem Jahr zum ersten Mal die Mehrkampfmeisterschaften in Niedersachsen und wollen das wohl auch in Zukunft pflegen, eben dass wir hier Mehrkämpfe anbieten in Oldenburg. Und das könnte auch ein Sprungbrett sein, um die Leichtathletik weiter hier zu verbreiten. Weil das geht immer über 2 Tage und wir haben auch kompetente Kampfrichter, die das leisten können. Und auch darin sehe ich eine Chance, die Leichtathletik hier in Oldenburg weiter populär zu machen. Ja, war ein schönes Schlusswort. Da kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch einige interessante Events hier auch in Oldenburg erleben werden, so heißt es ja heutzutage. Ja, klar. Und nicht nur auf der Straße, ja, sondern auch in den technischen, klassischen Disziplinen. Mhm. Ja. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank an Eckart Schmidt und Katrin Walter, dass Sie zum Gespräch zur Verfügung standen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.